Saison endet meistens Ende März, Anfang April. Dann gibt es mal Erholung, 2 Wochen Ferien. Und dann fängt das Kunditraining wieder Vollgas an, vom Montag bis zum Freitag. Am Wochenende macht man meistens so Sachen, wo man entweder geht man mal wandern oder einen Bike-Tour. Ich trainiere im OIM, in der Intersport Academy, die uns unterstützt. Und ich bin eigentlich ein ziemlich gutes Duo mit Vanessa Kasper zusammen. Wir haben eigentlich die meisten Trainings miteinander und wir pushen uns auch ziemlich gut gegenseitig ans Limit. Bei mir ist es recht wichtig, dass ich wieder Muskeln aufbauen kann, weil ich, einmal, ja, ich bin vom Typ her eher eine, die jetzt nicht ein Riesenviech ist. Und darum baue ich recht schnell abbauen, aber ich baue es auch wieder schnell auf. Also ich finde die Erholung sehr wichtig. Ich finde auch sehr wichtig, dass ich genug schlafe. Also unter der Woche bin ich meistens um 10 Uhr, Viertel ab 10 Uhr im Bett. Weil ja, es ist wichtig, wenn du den Körper jeden Tag so beanspruchst. Das Essen hier im OIM ist der Wahnsinn. Also ich finde es super. Ich bin Vegetarierin. Ich habe das gewechselt, wo ich sehr viele Probleme mit Entzündungen und ich war immer krank und nach der Verletzung habe ich mich nicht so gut erholt. Ich schaue sehr darauf, dass ich mich gesund ernähre, weil auch das hat einen grossen Faktor, wie ich mich erhole und wie meine Fortschritte sind. Und am Mittag haben wir die super Möglichkeit, im OIM zu essen. Und am Abend schaue ich, dass ich auch selber frisch koche. Es ist natürlich schon klar, dass man jetzt mega gesund und mega gut isst. Auch die Qualität da ist halt der Wahnsinn. Und das kann man halt ist im Winter überhaupt nicht gewährleisten. Also ich meine, in gewissen Ländern bekommst du halt wie nie so ausgewogen, nie so schlau. Meine Ziele sind für nächste Saison sicher im Weltcup Top 30 regelmäßig im Riesenslalom reinzufahren. Mein Ziel ist halt eine WM-Medaille und vorne führen kommen im Gesamtweltcup.